Fiona Feuerwehrauto. Was ist denn los? Dein Schlauch funktioniert nicht. Na, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Fiona. Das haben wir gleich wieder. Ich hole meinen besten Schraubenschlüssel. Was? Kommt schon, Mechaniker. Helft mir doch mal bitte. Da. Geht's dir gut, Gelbi? Okay, das Problem haben wir gelöst. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst, Fiona. Bis bald! Hallo zusammen! Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Truck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Truck! Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht ran. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker!
Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Babytruck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Babytruck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hallo zusammen, ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen, oder, Mechaniker? Ah, oh. Oh. Baby Truck, warte. Oh nein. Wir haben Baby Truck verschreckt. Keine Sorge, Mama Truck. Wir finden sie. Schnell, Mechaniker. Wir müssen Baby Truck finden. Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Fröhliches Halloween! Schon gut, Mechaniker. Ich bin's nur, Gecko. Hä? Wartet mal. Was ist das für ein Geräusch? Da ist es wieder. Ich hoffe, das ist kein gruseliger Halloween-Geist.
Was es auch war, ich glaube, es ist weg. Hä? Oh nein, Mechaniker! Ich glaube, in der Werkstatt spukt es. Blaui! Wartet mal! Blaui, komm her! Das Geräusch ist nur da, wenn du dich bewegst. Kein Grund für Stress und Gänsehaut, da war nur Blauis Rat so laut. Ein Tropfen Öl hilft da zumeist. Schon ist er wieder weg, der Gruselgeist. Puh, Stress vorbei. Jetzt können wir Süßigkeiten sammeln gehen. Fröhliches Halloween. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen bei Geckos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm, wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker! Au! Nein, daran lag's nicht. Wartet mal. Aha, der arme Bobby hat ein Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit List, die Funken fliegen. Applaus, Applaus. Dann noch ein Pflaster angebracht. Ja. Hurra, Grüni, Blaui, gut gemacht. Geht es dir besser, Bobby? Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Geckos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal, die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall. Schnell, Mechaniker. Wir müssen schnell helfen. Schnell, schnell! Tilly Abschleppwagen! Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui! Dann untersuchen wir dich mal. Das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb.
Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Hallo zusammen, heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja. Oh. Baby Truck. Wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfallwarnsystem installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly, Abschleppwagen! Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfahrwerk ist kaputt. Oh. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig, aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ah, ich komme nicht ran. Ich bin zu groß, da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein! Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui! Blaui, du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Hm.
Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh, der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiter baggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Hehe, ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Geckos Werkstatt.